Freunde, willkommen zu einer neuen Folge. Ich bin heute auf dem Weg an die Müritz Richtung Plauer See grob, denn ich habe eine kleine Bestellung bekommen von Fred Kutowski. Das ist Fred. Fred ist professioneller Angler am Plauer See und ich hatte mal das Vergnügen, Fred zu besuchen, um dort einen großen Hecht zu fangen, und zwar mit Viktor von Ich gehe angeln, einem der größten Angelkanäle Europas. Es war ein Riesenspaß. Und da ich so ein netter Mensch bin und sowieso nochmal nach den Pfifferlingen schauen wollte, werde ich jetzt da gleich mal schauen gehen, ob ich ein paar Pfiffis finde, vielleicht noch ein paar Steinpilze und ob ich die dem lieben Herrn Fred Kutowski vorbeibringen kann. Let's see, wish me luck. Wetter ist so ein bisschen suboptimal. Ich habe leider vercheckt, Wetterbericht zu gucken. Ich habe auch nur heute Zeit. Ihr könnt mir mal die Daumen drücken, dass es da nicht so krass regnet wie hier. Da hätte ich nämlich jetzt gar keinen Bock drauf. Das wäre richtig scheiße, ehrlich gesagt. Mal schauen. Also ja, wer Wetterbericht checkt, ist klar im Vorteil. Ich bin es nicht heute. Let's see. So Leute, angekommen. Ich muss mich erstmal richtig hardcore wieder einsprühen. Ich bin ja doch sehr anfällig für Mücken. Boah, voll eingeatmet. Wollen mal schauen, ob jetzt hier Pfifferlinge gehen. Das ist halt überhaupt nicht meine Hut hier. Bin jetzt hier in ein Gebiet gefahren, wo hauptsächlich Kiefern wachsen. Aber hier sind mal so Streifen von angelegten Eichenplantagen. Und da werde ich mal mein Glück versuchen. Am Anfang der Saison wachsen Pfifferlinge meiner Erfahrung nach immer gerne bei Eichen. Später auch gerne bei Nadelhölzern, aber ich probiere jetzt mal mein Glück bei Eichen, damit der Fred auch seine Pfifferlinge bekommt. Geht doch, Leute! Beziehung ist der halbe Leben! So, neben den Pfifferlingen gehe ich mal stark davon aus, ach, die wachsen vor mir. Gehe ich mal stark davon aus, dass wir vielleicht noch Scheidenstreiflinge finden, vielleicht ein paar Täublinge, sowas. Bei den Nadelbäumen können wir natürlich auch noch mal gucken, ob da noch eine krause Glucke wächst oder so. Vielleicht haben wir Glück. Boah, hier riecht es mega eklig nach Stinkmorchel. Die wachsen hier auf jeden Fall auch irgendwo. Werde ich jetzt aber nicht suchen, weil sie stinken und weil ich sie nicht essen möchte. So Leute, nochmal kurz den Pfifferling erklärt. Der Pfifferling ist auch ein in Symbiose lebender Pilz. Der kann sich aber mit ganz vielen Bäumen vergesellschaften. Ja? Das heißt, der kommt sowohl bei Birken vor, als auch bei Fichten, als auch bei anderen Nadelhölzern, aber auch bei Laubhölzern. Also den kannst du überall finden. Hier ist halt so ein richtig schöner Spot, wo ganz viele Eichen stehen. Hier hat er sich halt mit den Eichen vergesellschaftet. Und hier unterm Laub muss man halt immer so ein bisschen suchen, dann findet man die aber. So, wenn er seine Fruchtkörper ausbildet, dann sind die am Anfang so ein bisschen knopfmäßig. Ich halte das hier mal in die Kamera. Vielleicht sieht man das, genau. Also eher so kleine Knöpfe und dann später, im späteren Stadium, werden das hier so richtige Trichter. Die Hüte sind auch oft so trichterförmig. Dann laufen hier Leisten hinab und keine Lamellen. Der Unterschied von Leisten zu Lamellen ist folgender. Leisten gehen nicht ab, wenn man rüberfährt. Ja. Da sind kleine Querverbindungen außerdem drin. Das sind auch die Sporenträger. Das heißt, da sind die Sporen drin, die werden abgeworfen. Geruch vom Pfifferling ist so ein bisschen süßig, obstig. Pilzig, lecker. Geschmack ist so ein bisschen, ja, man sagt immer so pfeffrig. Deswegen auch Pfifferlinge, glaube ich. Schmecken auf jeden Fall sehr, sehr lecker. Sind auch schön quietschig in der Pfanne. Guten Biss. Ja, wird nicht so matschig, sondern hat immer noch so einen guten Gummibiss. Gilt übrigens auch als Heilpilz, als Vitalpilz. Da sind lauter gute Sachen drin. Ne? Und deswegen ist der von keiner Speisekarte wegzudenken. Das Krasse ist übrigens, Pfifferlinge, die bei uns im Restaurant landen, die kommen natürlich immer schön aus Osteuropa. Da guckt dann auch keiner so genau, wo die herkommen, Ukraine, sonst wo, scheißegal. Strahlenbelastung und so weiter, reden wir gar nicht erst drüber. Das finde ich immer so ein bisschen schwierig in Deutschland. Die Gesetzeslage da zum Pilze sammeln und Pilze verkaufen und so weiter ist halt schwierig. Deswegen essen wir, wenn wir im Supermarkt Pilze kaufen, meistens Pilze, die wahrscheinlich total belastet sind und so weiter. Außerdem kommen die immer total gammelig an. Ich kaufe überhaupt keine Pilze, ich sammle die selber.
Und ich finde, wenn man halt sowas hier sieht, dann kann man auch überhaupt nicht mehr verstehen, wie man überhaupt so olle Pfifferlinge aus dem Supermarkt kaufen kann, weil die halt echt total Schrott sind. Ne? Deswegen, Leute, im Moment, also Pfifferlinge erscheinen auch echt recht früh im Jahr. Das ist so ein Pilz, den könnt ihr so easy ab Mai finden, Juni. Ist sehr gut am Start. Wir haben jetzt August, der wächst aber dann auch wirklich bis in den Herbst rein. Das heißt, man kann echt über Monate immer wieder seine Pfifferlingsspots abklappern und suchen. Und das läppert sich. Das Schöne ist, wenn man einen findet, die wachsen wirklich sehr büschelig und gesellig, findet man meistens noch mehr. Deswegen lohnt es sich dann wirklich überall genau das Laub abzuscannen, ob sich da vielleicht ein paar Blätter hochdrücken, ja, ob man irgendwie was sehen kann und Pfifferlinge findet. Ich mache jetzt weiter, denn ich muss den Korb füllen. Also Leute, hier sind so die ersten Kniffe. Ich hoffe, das ist ein gutes Omen. Also der Spot enttäuscht schon mal nicht. So ist das doch fein. Die Größe, also Minimum, die kleinen lassen wir stehen. Ja, dann nehme ich die hier nochmal mit. Hier mache ich zu und dann gucke ich einfach hier immer nochmal im Umkreis, ob hier unterm Laub irgendwo noch weitere gelbe Knöpfe hochkommen. Ja. Den kleinen lasse ich mal da. Das ist halt immer so eine Sache, dass man das Myzel, ach guck mal, das Myzel, oh geil, Myzel nicht zerstört, aber die Dinger findet. Hier, so wollen wir sie haben. Das ist so eine schöne Größe. Geil. Richtig schöne kleine Krater hier. Ganz praktisch hier mein Stock, den ich auch schon länger bei mir habe und immer wieder irgendwo liegen lasse und wiederhole. Der ist natürlich in diesem Fall Gold wert, weil man damit hier mal so richtig schön stöbern kann, ja, und mal ein paar Blätter umdrehen kann und das die Suche doch echt erleichtert. Das Schöne an dieser Reihenpflanzung, dieser Plantage hier, ist natürlich, dass ich jetzt hier auch einfach die Reihen so abgehen kann und das relativ systematisch absuchen kann hier alles. Das kommt mir echt zugute. Also es ist nicht alles schlecht, was die Forstwirtschaft macht. So, und während ich hier gerade aufgenommen habe, habe ich die Kollegen hier gesehen. Da stecken sich ja auch schön richtig fette Teile. Toll, mit so einem dicken Stiel. Das ist, so wollen wir sie haben. Da ist dann halt auch ordentlich Fleisch dran. Und man sieht hier schön unterm Laub sind noch mehr. Oh, richtig schöne Teile. Herrlich. Und dann das Laub entgegen und zack, ey, richtig schöne. Wenn die unterm Laub sind, sind die immer noch so ein bisschen heller. Ist überhaupt nicht schlimm. Ja, hier sind wieder ganz mini kleine, die noch weiter wachsen müssen. Ja, sieht man hier kleine Mikroknöpfe. Hier sind auch welche, die sind auch schon umgetrampelt. Ja, sieht halt auch nicht mehr gut aus. Wenn die so orange sind, sollte man nicht stehen lassen. Aber wir sehen, hier ist auf jeden Fall irgendwo Myzelspur unter dem ganzen Laub und ich muss jetzt nur die Fruchtkörper finden, also hier geht noch was. So, hier ist jetzt endlich mal wieder einer in einer schönen Größe, aber komischerweise auch vereinzelt. Ja, wo sind die anderen? Das ist doch komisch. Da drüben habe ich es nochmal gelb aufblitzen sehen. Ich will zwar eigentlich meine Reihe hier nicht verlassen, aber was willst du machen? Da sind Pfiffis. Safe. Da stehen sie. Na, die hole ich mir jetzt. So, jetzt sehe ich hier gerade so was umgekickt ist. Der ist natürlich durch. Sieht man hier, dass der viel zu alt ist. Ne? So was nehmen wir nicht mehr mit. Aber ich dachte mir, wenn hier einer liegt, der umgekickt ist, wahrscheinlich irgendein Wildschwein oder so, dann könnte es natürlich gut sein, dass hier noch irgendwo einer steht. Aber das ist leider nicht der Fall. Und hier stehen wieder Laub drauf. Und das Myzel geschützt ist und fertig. So, was auf jeden Fall auch echt gut unterwegs sind, sind Hirschlausfliegen. Ich habe jetzt schon, weiß nicht, 10 Stück oder so aus meinem Nacken gepult. Die finden mich halt gut. So, hier sind die nächsten Pfiffis. 3 so schöne Dinger. Die sind auch noch fit. Die müssen halt echt richtig schön gelb leuchten, noch keine braunen Stellen haben und so, ne, dass die nicht rumgammeln. Und die sehen richtig gut aus.
zumachen. Wegen Austrocknung. So, langsam läppert es sich. Mühsam ändert sich das Eichhörnchen. Sowieso so bei Pfifferlingen, das ist natürlich ein endgeiler Pilz. Das ist natürlich einfach was anderes, als wenn man meinetwegen Steinpilze sammeln geht. Ne? Bei Steinpilzen, wenn ich jetzt so viele hätte, wäre der Korb fast voll. Mit Pfifferlingen, da muss man halt ein bisschen mehr Ausdauer haben. Ist auch super nervig, die zu putzen im Wald. Deswegen habe ich natürlich mein Messer mit einer Borste hinten dran. Das ist sehr, sehr hilfreich. Wer nicht so ein Messer hat, ne, kann auch total einfach einen Pinsel nehmen. Einfach so einen Malerpinsel, ne, mit etwas steiferen Borsten. So einer für Lack ist ganz gut. So Plastikborsten, dass sie ein bisschen steifer sind. Und damit kriegt man Pilze auch wunderbar sauber. Also dann einfach ein Küchenmesser mitnehmen und einen Pinsel und gut ist. Und während ich rede, habe ich den nächsten Pfifferling entdeckt. Der ist nämlich hier unterm Laub. Man muss sich halt einfach immer ein bisschen umgucken. Schönes Teil. Sieht auch noch fresh aus. Alles cool. Kommt mit. Aber Pfiffis sind echt nicht so viele da wie gehofft. Aber hat auch niemand gesagt, dass es einfach wird hier. Ich habe eine Mission. Ich stelle mich dieser Mission. Und ich werde bestimmt irgendwie den Korb voll bekommen, auch wenn das dauert. Ich habe hier bei Google Maps auch noch ein paar andere Stellen gesehen, wo Eichen gepflanzt sind. Ich da halt nochmal schauen. Aber der Wald ist hier noch groß, also wir sind ja auch noch, da hinten fangen erst die Kiefern an. Das wird alles noch funktionieren, glaube ich. Da ist einer, sehr schön. Und da ist noch einer, jawohl. Herrlich. So, ich habe jetzt hier nochmal welche entdeckt, hier unter dem Laub. Die sind echt mega schwer zu sehen. Die meisten sind auch echt schon einen Ticken zu alt. Und mal schauen, was die hier machen. Oh, jetzt fängt es echt an zu schiffen hier, ne? Scheiße. Naja, so ist das. Ne, die sehen noch gut aus. Schöne Größe auch, nicht so mini kleine. Hier sieht man auch richtig schön diese trichterförmigen Hüte. Ne? Tolle Pilze. So, jetzt fängt sie wieder an zu tröpfeln. Man hört es vielleicht schon so ein bisschen. Also die schlimmsten Befürchtungen werden wahr, es fängt an zu regnen. Das ist natürlich überhaupt kein geiles Wetter zum Pilze sammeln, wenn es pisst, aber willst du machen. Ich habe nur den einen Slot, Fred braucht Pilze, Abfahrt. Scheiße, ey, es regnet echt doll. Ui, da vorne sehe ich was am Baum. Was haben wir denn da? Parasitärer Pilz. Ein Schwefelporling. Ja, herrlich. Krass. Was für ein Gerät. So, der sieht auch nicht mehr so frisch aus. Ja, die müssten richtig knallgelb sein. Knallorange. Sonst werden die irgendwann auch so ein bisschen hölzern. Das ist ganz, ganz cool. Aber wenn der älter ist, dann bricht der einfach nur noch so weg und dann wird er auch recht holzig. Mega angenehm im Geruch. Schmeckt nach nicht viel, kann man aber super marinieren mit allen möglichen Flavors und dann hat man da seinen Pulled Chicken. Ist auf jeden Fall gut. So, seit langem habe ich jetzt endlich hier mal wieder so eine Myzelspur gefunden. Ich bin hier echt gerade eine halbe Stunde durch den Wald gelatscht, ohne was zu finden. Trauerspiel. Aber jetzt habe ich mal wieder was. Genau, schön sauber machen. Ganz wichtig. Bisschen knirschen darf es in der Pfanne, aber mehr nicht. So, und hier muss man dann echt jetzt sehr, sehr behutsam, am besten auf allen Vieren, einfach mal schauen, was denn hier noch geht. Ich will natürlich auch nicht den ganzen Wald einmal umpflügen. Das heißt, man muss echt so ein bisschen behutsam sein. Ach, guck mal, die ersten violetten Lacktrichterlinge, wie schön. Die wachsen nämlich auch sehr gerne bei Eichen. Geil, zeige ich euch gleich nochmal. Die sind so schön. Alter, geil. Da sind noch drei kleine. Oh, wie geil. Stehe ich ja so drauf. Lagern leider ein bisschen viel Schadstoffe ein, deswegen sollte man die nicht zu häufig essen. Kann man aber gut essen. Geiler Speisepilz. Ähnlich wie bei den Pfifferlingen, nicht so ergiebig beim Sammeln, aber ja, whatever, geil. So, jetzt wird das Ganze hier langsam zur Taktiksache, die Zeit rennt, es ist 3:30, der Korb, wie man das hier sieht, ist nicht sonderlich dolle gefüllt. Da hinten gibt es wie gesagt noch einen Eichenwald, mit Glück stehen da noch welche, würde ich jetzt mal abchecken gehen, ansonsten mache ich dann noch eine Schicht Kiefernwald in der Hoffnung, eine krause Glucke zu finden, mal schauen, kann auch sein, dass man keine findet.
Hier geht es dann rein in den Wald und oft stehen die Pilze wirklich hier am Waldrand. Deswegen gucke ich jetzt hier erstmal und dann latsche ich da hinten zu den Birken rein. So, ich habe jetzt hier nochmal eine Next Level Challenge. Hier sind nämlich überall Birken und hier ist es wirklich richtig schwierig, Pfifferlinge zu sehen, weil natürlich überall gelbe Blätter rumliegen. Hier habe ich jetzt welche gespottet, die sieht man wirklich schlecht. Oh, die sind so hübsch. Hier sind wirklich überall gelbe Blätter dazwischen, also super schwierig fürs Auge. Aber es sind halt auch immer Pfifferlinge dazwischen. Da ist zum Beispiel einer. Ist dann ein bisschen gelber als die Blätter, die sind eher orange. Pfiffis sind dann hier richtig leuchtend Eidottergelb, heißt ja auch Eierschwammerl. Was ist hier noch? Eine Ziegenlippe oder irgendwas? Ein Filzröhrling auf jeden Fall. Ja, kann man auch mal mitnehmen, ist auch ein Speisepilz. Oh, jetzt habe ich hier noch was richtig Schönes gefunden. Da sind übrigens Lacktrichterlinge noch, lilane, violette. Da sieht man vielleicht hier, zack. Die meine ich aber gar nicht, denn hier haben wir was Blaues, was hier durchblitzt. Und das sollte ganz doll nach Anis riechen. Das ist nämlich der Anis-Trichterling. Von denen, oh, die sind so schön. Sollte man da nicht zu viel ins Essen mischen, weil die sehr, sehr anisig sind. Aber was für tolle Pilze, ey. Und so lecker. Die riechen einfach so krass nach Lakritz. Anis, das ist total geil. Also ich liebe die. Alleine wegen der Farbe. Ja, ist doch geil. Also hier ist jetzt tatsächlich auch ein bisschen mehr Vielfalt angesagt hier im Wald. Pfifferlinge habe ich, Lacktrichterlinge, Anis. Trichterlinge, also auch richtig schön bunt. Da wird Fred auf jeden Fall sich in die Hose machen, weil er denkt, das ist alles giftig. So, jetzt habe ich hier nochmal einen richtig geilen Spot gefunden. Hier sind nämlich nochmal Anis-Trichterlinge. Richtig nice, die kommen da schon mal mit rein. Dann noch ein paar Lacktrichterlinge. Hier ist einfach mal eine große Birkenrotkappe. Keine Ahnung, warum die hier so umgefallen ist. Ist vielleicht irgendein Tier heute nach gegen gerannt. Die wird auf jeden Fall mitgenommen. Schöne Heiderotkappe, richtig stabil, nichts dran. Geil, dann kommt hier doch noch ein bisschen Vielfalt in den Korb. So, die Schwärze ist gleich. Das ist normal. Schneide ich noch ein bisschen was ab, ja, dass Fred hier nichts zu meckern hat. Und zack, erste Rotkappe. Geil. Und hier geht es auch noch weiter mit Pfifferlingen. Ey, ist das toll. Also hier ist jetzt Paradise angesagt, ey. Geil. Richard Pilz Paradise. Und ihr seht, alles bei Birken und Eichen im Wechsel, aber nicht mehr im reinen Eichenwald. Also hier ist es auch dichter bepflanzt, hier ist nicht so viel Licht wie bei dem anderen Strip, wo ich eben war. Und ich könnte mir vorstellen, dass dadurch die Pilze hier einfach ein bisschen später kommen als an dem anderen Spot. Oh, hier ist noch ein Pfifferling. Genau, deswegen werde ich jetzt hier echt ausgiebig suchen. Das sind hier ordentlich ein paar Reihen, die ich abgehen kann. Und wenn das so weitergeht, verspreche ich mir tatsächlich gerade noch einen vollen Korb. Also let's see, aber ich bin positiv gestimmt. So, hier haben wir noch einen richtig schönen Scheidenstreifling. Ein grauer Scheidenstreifling, oben ganz wichtig, der geriefte Hutrand. Und natürlich hier die Scheide, aus der der Pilz wächst. Jetzt habe ich zerstört. Sieht man noch die Venumreste. Schöner Pilz. So, the beauty of nature. Hier ist nochmal ein sehr, sehr schöner klebriger Hörnling. Zwergerlfeuer, wie es auf Österreichisch heißt. So, wie schön sieht das denn aus? Hier die Schwefelköpfe. Oder nee, Stockschwämmchen wahrscheinlich hier an den toten kleinen Bäumchen. Wachsen die da einmal im Kreis wie so eine Perlenkette, ey. Wunderschön. Und der Geruch, ey. So lecker. Also Stockschwämmchen müssen halt hier diese kleinen Schüppchen auf dem Stiel haben. Der Hut ist hygrophan, das heißt, er lagert immer so Wasser ein und neigt dazu halt nach außen zum Hutrand, weil das Wasser einfach runterläuft, dunkler zu sein als in der Mitte. Genau, Lamellen. Hier noch richtig schön geschlossen mit dem Velum. Geil. Hier echt direkt bei den Birken im Moos. Next one. Oh, das liebe ich, wenn die so dicke Stiele haben. Oh, hier ist noch einer. Oh, geil, ey, wie die leuchten. Unfassbar. So geile, perfekte Quali. Unfassbar, ey. So, ich bin jetzt nochmal hier in reinen Kiefernforst gewechselt. In der Hoffnung, noch eine krause Krücke zu finden. Aber Fehlanzeige ist auch egal. Der Korb ist schön gefüllt mit
Violetten-Lacktrichterling, Ziegenlippen, Pfifferling, einer Rotkappe. Das soll für heute reichen. Und die bringe ich jetzt dem Fred. Fred hat mir nämlich vorhin geschrieben, dass er ready ist. Der hatte mir das hier geschickt. Du, ich sitze jetzt nackt auf meine Terrasse und fröne den asozialen Leben. Also urzeitmäßig ist es vollkommen Latte. Ich bin eh auf der Terrasse. Ja, und freuen uns. Aber auf den Kaffee hast du hoffentlich noch Zeit, mein Lieber. Kaffee oder Wasser schaffe ich auf jeden Fall. Habe ich auch Bock drauf, mit Fred noch ein Käffchen zu trinken. Gute Info auf jeden Fall, dass er nackt ist. Freue ich mich jetzt schon drauf. Und jetzt geht's zu Herrn Kutowski. Pilze delivern. Hier ist der Korb. Boah, den filmen wir jetzt nochmal ab. Richtig tolles Teil. So, dann werde ich jetzt mal delivern gehen. Ja, Leute, ihr wisst gar nicht, wie das duftet, ey. Das riecht so krass nach Pfifferling. Geil. Licht an. Es wird duster. Agentur in Plauer See. Fried Kutowski. Ding dong. Da ist er und studiert. Zigarette. Also, Leute, ich habe jetzt hier Fred ein paar geile Pilze gebracht. Fred, bitteschön. Kostet 5 Mark. Du bist ein guter Mensch. Ich bin ein guter Mensch. Ich freue mich, wenn andere Leute sich freuen. Ne? Ist man nicht nur alleine im Wald gewesen, kann man schon was teilen. Was das Schöne ist, passen. Helga hat ja frei. Die kann morgen schon Pilze putzen. Ja. Ne? Obwohl, die hast du schon geputzt. Die sind vorgeputzt, die müssen noch einmal ein bisschen abgepüstert werden, dann können die in die Pfanne. Morgen in schöne Tüften vom Bauern. Geil. Aus dem Nachbarort. Geil. Und dann schön geschmorte Pilze. Siehste, ne? Mehr braucht man nicht. Gutes Essen, lokal hier aus dem Wald und vom Bauern und so weiter. Und Abfahrt. Ja. Und ich habe nicht mal die Wölfe aufgefressen. Ich habe es überlebt. Also bis demnächst. Peace. Tschüss. Tschüss. So Leute, Fred happy gemacht. Der hat sich gefreut über ein paar Pfifferlinge. Helga auch. Morgen gibt es sie bei denen. Ihr seht, es ist immer schön, wenn man andere Leute glücklich macht. Liken, kommentieren, abonnieren. Bis bald. Tschüss.